Herr Kremer, Wehrleiter Feuerwehr Stadt Ida Oberstein. Die Feuerwache 1 wurde heute Morgen um 7.35 Uhr mit dem Alarmstichwort Verkehrsunfall eingeklemmte Personen auf der B41 Höhe Enzweiler alarmiert. Als die Feuerwehrkräfte vor Ort kamen, war der Rettungsdienst bereits schon vor Ort und hatte mit Hilfe von Passanten die Schwerstverletzten aus ihren Fahrzeugen per Crashrettung rausgezogen. Die Verletzten wurden dann durch den Rettungsdienst versorgt. Es waren mehrere Rettungsmittel vor Ort, leitender Notarzt, Orgleiter. Und anschließend wurden die Verletzten dann ins Klinikum Ida Oberstein gebracht. Die Straße hier war voll gesperrt über mehrere Stunden, da ein Gutachter hinzugezogen werden musste, der den Unfall hier aufklärt.